die Ernst-Reuter-Straße in Hirschwall, wo jetzt noch der St. Martin hier warten muss. Ja. Aber es ist noch die Möglichkeit, jetzt noch schnell vom Auto wegzukommen, aber nur als Rechtsabbieger, nicht geradeaus. Ja, wir befinden uns jetzt auf der Ernst-Reuter-Straße, Ecke Wachemer-Straße, wo die jetzt auch fahren und dann nachher da drehen und dann wieder zurückkommen und vorne einfahren. So, wir warten. Ja, es geht weiter. Es wird die auch Schlusseinstellung für uns jetzt gleich sein, weil wir gleich danach direkt nach Kenden nicht fahren zur nächsten Einstellung, wo wir dann den ganzen Zug bis Ende wahrnehmen, die ab 18 Uhr starten. Bis dahin wird auch so sein. Ja, der Deutsche Medienverband, wie gesagt, ab am 4.11.2024 hier in Hirschwall hier auf der Kreuzung Ecke Ernst-Reuter Straße, Ecke Wachener Straße, wo die jetzt den Kreisel dann auch drehen und kommen dann wieder zurück. Ja, es wird jetzt schon ein bisschen dunkler. Das hat sie gesagt, hat die Grundschule, die jetzt erste soll.
wir stehen oder der Maschi. Es geht weiter. Ja, hier ist auch jetzt ist der Martinszug auch jetzt in diesem Streckenbereich auch abgeschlossen ist. Und das sind die letzten Bilder hier in Virtual. Vor allem, wo jetzt auch der Martinszug. Also kommt wieder zurück und zieht am Tourplatz, aber wir werden jetzt nicht nach links fahren, sondern wir werden jetzt weich nach Fürth Kennenichbahn zu den ihr St. Martinszug geschehen. Die deutsche Medien bedankt von Brauchtum und Tradition, dankt sich sehr herzlich und wir sehen uns später.